Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Sebastian hat aus seinem SCS, beziehungsweise im SCS-Forum oder im Steam Workshop, je nachdem, was und wie ihr das nutzt, sein Swap-Body-Add-on geupdatet. Und da ist was ganz viel Feines, Neues mit dabei, was ich euch heute präsentieren möchte. Vorab, bevor wir uns das anschauen, möchte ich euch natürlich zu Hause alle am Empfangsbolzen ein besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Und ich hoffe, ihr lasst euch heute Abend reich beschenken. Ganz wichtig, immer raus mit den Paketen. Und dann kommen wir gleich mal zu den Paketen, denn wir fahren ja natürlich mit solch einer Wechselbrücke hier vom Sebastian. Richtig, Pakete. Was haben wir denn eigentlich übrigens, ne? Den MAN Euro 6 haben wir hier. Und den Streamspace und natürlich Scania in sämtlichen Variationen. Ne? Das ist, glaube ich, klar. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, ich nehme jetzt einfach mal den Scania, weil es ja eigentlich die Bockwurst ist. Es geht eigentlich nur um die Aufbauten hier, was mit dabei ist. Ich zeige euch das mal. Wir haben zwei verschiedene Varianten, nämlich vom Brandl-Fahrzeugbau. Das ist hier vorne, das sieht man, Brandl-Fahrzeugbau. Hier sieht man es auch hier nochmal ganz schön, aus Bamberg übrigens. Ne? Und da gibt es dann dementsprechend die passenden Aufbauten. Ich zeige euch aber ganz kurz noch die Göbel-Variante. Die ist dann, sieht dann so aus, ne? Die Göbel. Hier Brandl und Göbel, ne? Also zwei verschiedene Variationen hier. Und natürlich auch für den Trailer dann. Kommt gerade nicht drauf. Ist ja geil, für den Anhänger einfach. Gibt es dann auch noch diverse Sachen, die zeige ich euch dann gleich noch. Ne? Jetzt kommen wir ganz kurz zu den Anbauparts. Das lassen wir mal komplett außen vor. Das ist ja das Scania. Darum geht es ja nicht. Da haben wir hier zum Beispiel ganz neu, ganz frisch auf dem Tisch. Sieht ihr hier diese Variante mit diesen, wo du hier wirklich noch eine Plane hast, wo du richtig hier zwirbeln musst, brauchst du am besten noch eine Leiter, dass du hochkommst, das alles wegzuzwirbeln mit Bordwand, hast nicht gesehen. Das ist gar nicht so easy, meine Damen, meine Herren. Ne? Auch in Blau, auch in Grün, hier mit Skin. Custom Skin, hier steht es nochmal, ganz wichtig, steht nochmal alles da, wie ihr das machen müsst. Vor allen Dingen im SCS-Forum könnt ihr dann dementsprechend euch das passende Template ziehen und dann könnt ihr hier dementsprechend alles skinnen. Das heißt, könnt ihr hier Bockwurst, Logistik oder whatever hinmachen. Ne? Gibt es verschiedene Variationen. Ne? Da gibt es auch diverse Skins, hier kann man sehen, Skin, Swapbodies, bla bla bla. Da gibt es ganz viele verschiedene, die ihr dann euch hier downloaden könnt noch. Ne? Ganz, ganz wichtig, da gibt es ganz, ganz viele. Und hier, passt auf, geht es ja gleich weiter mit dem Schenker. Mit dem Roman Meyer. Also ganz viele namhafte Speditionen hier auch mit am Start. Zufall. Und dann Grün, nochmal Kühnagel. Matchbox, ganz witzig. Sieht auch ganz cool aus hier. Was haben wir noch? In Rouge. Rot, Weiß. Winner, kennt man auch, glaube ich, ne? Schwarz nochmal hier. Wahnsinn. Also richtig gute Skins mit am Start hier nochmal. Mit diesen ganzen Varianten hier, ne? Wahnsinn. Hier noch mal ganz. Dann haben wir noch ganz wichtig hier diese Krone-Aufbauten. Da muss ich jetzt mal gucken, für was das eigentlich alles ist. Wir haben hier noch einen Punkt. Hier ist bloß die Reflexion, die ist hier unten versteckt. Was kann ich denn hier alles machen? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Also ich habe hier erstmal nur eine Variation, also diesen Aufbau. Aber ich habe jetzt hier keinen Anbaupart. Zumindest erkenne ich jetzt hier keinen. Ich scroll noch mal kurz. Unten war jetzt das hier, ne? Dass mal alles nichts vergessen. So, ich gehe hier noch mal rum. Ne, da habe ich hier nichts mit dabei. Das sind einfach nur die Aufbauten. Was das heißt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich konnte es ehrlich gesagt noch nicht finden. Vielleicht finde ich das dann alles, weil das sind alles diese Aufbauten. Hier habt ihr da diese Variationen, die wir vorher schon gesehen haben, nur ohne Plane. Ob ich jetzt damit was machen kann, das weiß ich noch nicht genau. Das muss man sich dann dementsprechend nochmal angucken. Diese Wechselbrücken hier. Denn hier hinten habt ihr dann dementsprechend eine Tür. Das ist das, was ihr vorher nicht gehabt habt. Da habt ihr Plane gehabt, ne? Hier mit Leiter und so. Gut, ihr müsst auch Leiter nehmen und so. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Also hier auch Cargo-Line. Ganz viel verschiedene Speditionen hier am Start. Richtig, richtig, richtig gutes Kino. Und das, guckt euch das mal an, das jetzt hier zu Weihnachten über die Feiertage, da könnt ihr dann on the road gehen, ne? Toll, oder? Auch hier wieder, war das eine andere Tür? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, hier habt ihr diese Öffnung so und dann geht es hier unter gleich weiter mit doppelter Öffnung hier, ne? Wahnsinn. Hier wieder Schröder-Spedition, Wilke, ganz viele Sachen. Auch hier Flachbett. Aber ich, wie schon gesagt, ob ich hier irgendwas machen kann, irgendwas drauf basteln kann, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier keinen diversen Punkt, wo ich sagen kann, ich kann jetzt hier irgendwas drauf bauen. Das müsste man sich dementsprechend dann nochmal angucken. Ne? Gibt es dann einen Rouge, Ansorgelogistik. Also richtig schön Ding. Vor allen Dingen jetzt auch Tautliner-Variante hier, ne? Logisch. Auch mit am Start. Custom, 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 Emons, Kühnagel, alles mit am Start hier. Krone, Gebrüder, Hellmann. Hellmann kennt man, Hellmann. Habe ich früher selber schon verladen für Hellmann. Die Brücken, die dann auf die Deutsche Bahn gehen. Raben, Queenberger, Schröder-Spedition wieder hier. Ansorge, Schwarz, Logistik. Alter Verwalter, hier hast du alles mit am Start. Also was für ein geiles, geniales Update, dieses Wechselbrücken-Gedöns hier, ne? Wahnsinn. Coole Sache. Da ging es immer ziemlich eng zu hier mit diesen diese Brücken hier, ne? Auch gar nicht so easy. So, was haben wir hier noch? Raben. Wahnsinn, was für ein Skin-Paket, Alter. Du bist, guck mal hier, ich komme hier.
Ich weiß gar nicht. Ich fange mal von unten an. Guck mal hier. Ach, da haben wir komplett hier so eine Box. Verrückt, oder? Auch mit dem gleichen Skins wieder hier. Also mal keine Plane, sondern richtig hier von Daxa auch hier mit dabei. Mit Kühlaggregat. Schön, sehr schön. Alter. Höhner-Spedition kennt man, ne? Auch sehr beliebt. In der Community schon oft gelesen, schon oft gesehen, schon oft gehört. Können wir jemand was von Höhner machen? Da habt ihr sie. Ups, UPS. Hier nochmal Höhner mit diesen Doppeldingern hier. Geil, einfach nur geil. Habe ich jetzt aber nicht als Skin gesehen. Für Plane, sondern wirklich nur für diese Büchse hier. Oh, geil. Also Sebastian, da wirklich Hut ab, das an Weihnachten. Respekt und ja, hohe Anerkennung. Ich ziehe meinen Hut. Alter, was für eine Matte. So, gut, gehen wir weiter. Quenberger, Matchbox, Meier und Meier, Logistik, Lockwind, Kühnagel, alles namhafte Spiel. Du, ihr braucht hier nichts machen, ne? Es ist mega geil. Da könnt ihr basteln ohne Ende. Also das jetzt hier mal zu den Aufbauten. Das bleibt alles gleich. Ich habe da natürlich dementsprechend hier die passenden Schmutzlappen und ein Grün. Ja, die roten noch hier. Was haben wir da noch? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Das ist dann hier lackiert. Lasse ich aber mal weg. Hier habt ihr noch lackiert Kunststoff. Das war ja das hier, ne? Genau, sonst haben wir hier im Prinzip nicht mehr. LKW ist ja mal außen vor. Jetzt gehe ich mal ganz kurz nochmal zurück zu der Brandl-Variante. Denn ich will hier gucken, was kann ich denn hier noch machen? Habe ich denn hier überhaupt noch eine Möglichkeit? Hier gibt es einen Unterfahrschutz nur hier beim Brandl. Hier haben wir das. Scania oder die MAN-Leuchten. Hier haben wir noch Rotreflektoren und hier unten die Kennzeichnungstafeln. Ne? Genau, die sind dann hier noch mit am Start. Ansonsten habt ihr hier keine Veränderungen zu diesen zwei Fahrwerken. Einfach Brandl und zwei verschiedene einfach Firmen, die das hier so gebastelt haben. Ne? Ganz, ganz wichtig. Aber ansonsten bleiben die Skins hier soweit gleich. Aber richtig geile Aufbauten. Jetzt gucken wir uns noch den Anhänger dazu an. Kommen wir nun zur Variante Box Carrier, in dem Fall Drehschimmel oder halt die Tandem-Variante. Ich nutze natürlich den Drehschimmel, nämlich High-End. Ihr wisst ja, wie es ist. Ne? So, da gibt es jetzt Varianten, nämlich mit der Coolbox. Ne? Das ist ja ganz gut. Hier oben das Kühlaggregat hat man ja vorher alles so noch nicht. Auch schön hier der Dampf, der hier dargestellt wird, auch sehr schön umgesetzt. Und natürlich, boah, sieht gut aus, oder? So, dann geht es weiter mit Plane. So, dann diese, wie nennt man es? Eigentlich fährt man damit Baustoffe, oder? Kann es sein? Fährt man damit nicht Baustoffe und so ein Zeug? Auch hier Plane nochmal. Die unterscheiden sich divers von hinten nochmal so. So. Mit, genau so, so, so. Und mit Tür. So nochmal, so, so. Mit ganz vielen Varianten hier, ne? Das habe ich hier auch mit diesem Carrier-Wechselsystem hier, mit diesem, wo du hier die Dings hochrollst. Alter, es sind so viele Varianten. Also ihr habt hier wirklich jetzt nochmal richtig große Varianten hier mit dabei, die ihr dann hier nutzen könnt, ne? Wahnsinn. Und dann gibt es hier, wenn ihr hinklickt, auch wieder die passenden Skins dafür, ne? Ganz wichtig, klickt hier und dann habt ihr da dementsprechend die passenden Skins, die ihr dann hier auch benötigt. Ansonsten, Unterfahrschutz ist mit am Start. Ihr habt hinten noch so die Standardvarianten, die wir haben, ne? Lackiert oder unlackiert. Da hat sich im Prinzip nicht geändert, ne? Das bleibt alles gleich, nur halt, hier geht es um die Aufbauten. Und so sieht das in dem Fall aus. Einfach nur mega, mega cool. So, ich starte jetzt mal den Scania. Nur, dass ihr das mal seht. Ich habe mich jetzt für diesen Hoffmann-Skin entschieden und für diese Aufbauten von Brandl. Krone bleibt natürlich gleich in dem Fall. Man kann natürlich die Chassis-Variante bzw. die Farbe hier noch ändern. Ich hätte es auch in schwarz machen können hier, wie vorne ist, wie es jetzt ist. Aber es ist nur mal so zum Zeigen. Nur einfach nur mal, dass ihr es gesehen habt. Ne? Hier auch die Trailerkabel wieder mit am Start. Und dann sieht es alles richtig, richtig gut aus. Damit habt ihr richtig Spaß. Denn hier ist wirklich alles mit an Bord, was man sich so vorstellen kann. Ne? Einfach nur geil, oder? Alles lenkt. Hier auch die Hinterachse. Alles, Fahrzeug. Alles drehschemelt hier am Hobel. Wahnsinn. Da kommt auch noch ein LKW. Kommt ja alles angerommelt hier. Und wie schon gesagt, alles für den Scania. Für den MAN. Für den MAN, für den Scania. Next Generation, für den Scania R. Ich glaube, für den R&L, glaube ich, war jetzt nicht mit dabei. Also, Scania R. Wir haben noch gehabt den MAN Euro 6, ne? Und dann sieht es alles richtig, richtig schick aus. Finde ich mega. Sieht einfach richtig, richtig gut aus. Vor allen Dingen mit diesen neuen Varianten hier mit dabei. Stark, oder? So, jetzt vom. Oh, falscher Blinker. Da ist er. Mega. Hier haben wir noch so Reflexionsstreifen mit dabei hier. Seht ihr das? Die weißen? Kann man die auch noch ändern? Anscheinend kann man die auch noch ändern. Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Hier diese weißen, seht ihr ja? Die kann man bestimmt noch ändern in Orange. Ich bin jetzt mal über Rot gefahren, voll frech. Aber was für Aufbauten, ne? Einfach mega, mega genial, oder? Guckt euch das mal an.
Was willst du mehr? Jetzt kannst du wirklich Wechselbrücken fahren. Wirklich von A bis Z. Alle Varianten hier in einem Paket. Aus dem Steam Workshop oder aus dem SDS Forum. Je nachdem. Geil, oder? Convoy Ready. Was willst du mehr? Da gibt es nichts zu meckern. Und das an Weihnachten. Das ist mein Geschenk. Da habe ich schon gesagt, nochmal großes Lob an Sebastian hier. Ne? Und natürlich alle Beteiligten, die sich hier noch irgendwie in einer Art und Weise an diesem Mod hier ja, mitgearbeitet haben oder mitgewirkt haben. Ne? Geil. Mega, mega, mega. Und vor allen Dingen, weil wir so viele LKWs mittlerweile, Scania, komplette Palette, dann den MAN oder halt dann in dem Fall den Actros MP4. Einfach geil, oder? Was willst du mehr? Was willst du mehr? Jetzt machen wir noch kurz einen Lichttest. Und dann sieht das alles schon richtig, richtig gut aus, ne? Wahnsinn. Machen wir ganz kurz einen Lichttest. Es gibt eigentlich hier gar nicht viel zu erwähnen. Ich mache jetzt hier bloß mal das Licht an. Bloß, dass man jetzt hier unabhängig mal vom LKW, dass ihr seht, dass hier praktisch vorne das komplette Chassis, alles leuchtet. Überall mal Positionsleuchten. Gut, beim Krone sowieso. Das wissen wir ja. Aber auch hier leuchtet alles, so wie es leuchten soll, ne? Bremse, Bremse. So, warte mal so. Sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Blinker. Alles da, wo es hin muss. Und so muss das sein, oder? Mega. Gehen wir wieder hin. So, und mehr habe ich eigentlich nicht hinzuzufügen. Ihr habt hier wirklich komplette Palette, was ihr hier machen könnt. Ein, zwei Mal noch testen. Und das ist für mich noch sehr ausschlaggebend. Pass mal auf, ich gehe jetzt hier nochmal rein. Und das ist nämlich, pass auf, ich gehe jetzt hier nochmal bei Krone. Nehmen wir mal hier den Drehschirmel nochmal. Und wir nutzen jetzt nochmal ganz gepflegt das hier. Das will ich mir nochmal kurz anschauen. Diese Variante. Mal gucken, was der Frachtmarkt sagt. Bestätigen, kaufen. Das interessiert vielleicht den einen oder anderen auch noch. So, jetzt tun wir nämlich mal kurz tauschen. Auflieger tauschen, das heißt den. Stopp, setzen wir. Oder kann man noch tauschen einfach, ne? Nee. Oh, nee, stopp. Zurückschicken. Okay, dann hier. Jetzt nutzen. So, und jetzt gucken wir ganz kurz in den Frachtmarkt rein. Frachtmarkt. Denn das ist ja eine ganz andere Variante. Da seht ihr jetzt, hier habt ihr Vorratstank, Kunststoffrohre, Office-Container. Also das heißt, ich bin mir hier noch nicht so ganz schlüssig, ob man das fahren kann, was man fahren kann. Metallträger vom Gewicht, okay, 9 Tonnen, das ist vom Gewicht ist es soweit ganz okay. Aber wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, hier haben wir einen Office-Container. Ein bisschen, weil hier ist der Trailer abgebildet. Wenn ich jetzt mal die Kunststoffrohre nehme, die jetzt hier angeboten sind bei Stockes. Passt mal auf, ich mache das jetzt mal. Stockes, wo Stockes? Stockes war versteckt. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, ne? Nicht, dass jemand sagt, was ist denn das jetzt, was und jenes und so, ne? So, jetzt passt mal auf, so. Auftrag, Frachtmarkt, passt auf. Da sind wir doch. Gleich mal überspringen den Käse, dass man es gleich mal anschauen kann. Ne? Wir wollen ja keine Zeit verlieren, ihr wollt ja fahren, ich weiß es doch. So. Aber ich sehe jetzt hier leider keine Fracht. Das weiß ich nicht so genau, inwiefern das mich. Was mich das jetzt hier. Warte mal, ich breche das nochmal ab. Also ich sehe hier keine Fracht. Ich habe eigentlich die Trailerkabel angenommen. Sehe ich jetzt hier aber nicht. Weiß ich nicht, ob ich hier irgendeine Definition noch benötige oder so. Ich gehe nochmal kurz rein. Frachtmarkt. Ich weiß nicht, ob dieser Office-Container noch da ist hier ein Ding. Ja. Als Navi eingeben. Pass mal auf. Ich guck mal. Wir wollen ja mal testen, ne? Zumindest ist da der Trailer abgebildet. Sunbuilders ist hier. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es eine spezielle Fracht dafür. Pass auf. Eingabe. Muss man einfach mal testen, ne? Sonst kann man es nicht. Das kann man es nicht sagen. Nee. Nee. Gibt's jetzt auch. Also da ist zwar eine Fracht hinterlegt, aber im Prinzip fährst du. In Anführungsstrichen leer, so wie es jetzt ich hier testen kann. Aber unabhängig davon sieht es trotzdem gut aus. Damit kann man ein bisschen was anfangen. Das macht Spaß, damit rumzudüsen. Auch wenn es jetzt mal hier leer ist. Ich habe jetzt auch aus dem Steam Workshop konnte ich jetzt hier keine Datei finden. Ich habe ja diese drei Dateien. Dass du einmal das Chassis hast, einmal den Trailer und oben natürlich die ganzen Brücken. Ganz wichtig, diese drei Dateien habe ich. Vielleicht gibt es jetzt mittlerweile schon eine vierte, die ich jetzt übersehen habe. Dann tut es mir leid. Aber dann wird es ja im Steam Workshop ja angezeigt. Ne? Ich packe euch das alles in die Beschreibung. Könnt ihr mal ausprobieren, mal testen. Wenn Fragen sind, einfach kommentieren, entweder hier oder im Steam Workshop. Ansonsten Daumen da lassen, nicht nur für mich, sondern auch an Sebastian hier. Dann wünsche ich euch nochmal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Viel Spaß hier noch beim Basteln und dann beim Fahren. Natürlich auch im Konvoi, wenn ihr das gerne möchtet. Und ja, dann wünsche ich euch noch was. Ne? Macht's gut, viel Spaß beim Geschenk auspacken heute. Macht's gut, bis bald und adios.